damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Motorsport Manager. Diesmal in Tondela, in dem guten Portugal. Und ihr seht hier oben schon Esteban Ocon. Er ist ein ausgewiesener Tondela-Experte. Dafür haben wir ja, glaube ich, sogar 1 Million bezahlt. Ich glaube, 1 Million sogar, dass er da testen durfte. Er ist trotzdem langsamer als Ricciardo. Der ist nämlich noch ein bisschen schneller. Aber das gucken wir uns gleich mal an, wie das denn wirklich aussieht. Weil in München war das ja ähnlich, glaube ich. Und hat er in der Quali nie so hingehauen. Gucken wir mal, wie das jetzt abläuft. Wetter scheint erstmal okay zu sein. Müssen wir mal gucken. So, zack, zack. Zack, zack. Wir haben es übrigens perfekt hingekriegt. Muss jetzt Tatsache aber sagen, ich mache es jetzt doch. Wir machen jetzt hier doch Daniel Ricciardo. Zack. Ich speichere das jetzt doch mal ab. Ich werde das jetzt doch mal abspeichern. Es hilft mir dann in der neuen Saison vielleicht doch ein bisschen. Zumindest habe ich einen Richtwert, wo ich hingehen kann. Das wird nicht passen, also die werden nicht dieselben Einstellungen haben, aber zumindest einen Richtwert hätten wir dann. So, losschicken. Go, 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 Gadget. Ich bin mal gespannt, weil das letzte Rennen lief ja halt echt nicht gut. Bin jetzt wirklich gespannt, was jetzt passiert. Lassen wir uns mal überraschen. Also das stimmt ja wieder nicht. Also das Rennen selber lief ja gut. Also Ocon, ne, ist ja immerhin auf Treppchen gelandet. Aber mit Ricciardo lief halt gar nicht gut. Und irgendwie hatten wir auch prinzipiell nicht so wirklich die Pace. Deshalb. Ich bin gespannt. Okay, Ocon wenigstens perfekte Reifen. Ricciardo hatte nur gut. Ja, Ricciardo ist eine Zehnte schneller. 1,22. Conn hat im letzten Sektor nochmal 2 Zehntel gegen Ricciardo verloren. Ja, wie gut sind jetzt diese Zeiten? Die von Ricciardo könnte eigentlich reichen. Aktuell nur die Top 3 mal wieder vor uns. Was okay ist. Regnet das irgendwann? Nee. Ja. Ocon ist halt echt knapp, ne? Also Ricciardo schicke ich nicht nochmal raus. Ocon werde ich nochmal schicken. Definitiv schicke ich den nochmal. Und zwar jetzt. Go. Du kriegst auch nochmal frische Reifen. Nimm frische Reifen. Den werden wir nochmal schicken. Okay. Oh, perfekt. Ist schon mal gut. Jetzt hängt er halt hinter einem fest, ne? Ich weiß halt nicht. Ich weiß manchmal nicht, ob sowas halt Zeit kostet oder teilweise gefühlt auch mal Zeit bringt. Also in Wirklichkeit kostet sowas mega viel krass Zeit. Ach, guckt euch das mal an. Eine Bestzeit aktuell. Er ist momentan auf Platz 1 Kurs. War nicht ganz geschafft, aber Platz 4. Er hat nochmal eine schöne Zeit rausgeklatscht. Also manchmal ist halt wirklich, wenn die anscheinend mit denen zusammenfahren, Windschatten oder sowas. Irgendwie so. Okay, also. Easy going. Wir sind definitiv schnell genug diesmal für die Top 10. Das sollte kein Problem werden, Tatsache. Na dann. Mal das Optimum rauszuholen hier. So, Quali-Segment 2. Dann auch wie vor schön. Na dann. Ricciardo und go.
Dann, nimmst du nochmal einen neuen Reifensatz? Nee, du nimmst mal ganz kurz. Ach nee. Das ist ja Quali-Segment 2. Nee, Quali-Segment 2 ist blöd. Da sollten wir frische Reifen nehmen. Weil unter Umständen müssen wir mit, müssen wir mit diesen Reifen starten. Das wäre ziemlich dämlich. Hätte ich gesagt. Wie ihr seht halt, man kann immer wieder, egal wie oft man es gespielt hat, irgendeine kleine Sache vergisst man immer. Die kann einem das ganze Rennen versauen. So, wir sind auf Platz 3 und auf Platz 6. Okay, gefühlt selber Abstand, selbe Zeiten vielleicht auch. Gut, ich habe mich darauf geachtet, ob die auch vorher 1.22.2 gefahren sind, beziehungsweise 5. Weiß ich nicht. Wir haben eine halbe Sekunde vor Raikön. Ja, ich lasse es ablaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ansonsten kann man wieder schön aufs Team schimpfen. Letzte Minute, ja, ja, wissen wir. Können wir eh nichts mehr ändern. Jetzt können wir uns noch hoffen. Stappen, ja, das ist ja egal. Ah ja, es müssten ja vier Leute, müssten ja noch schneller werden als Ricky. Easy. Okay, easy. Das gefällt mir. Und Ocon ist Tatsache der schnellere von den beiden. Okay. Nicht gut, dass dieses Tondela-Training ihm geholfen hat. Okay. Wir haben nur so viel Reifen, wir können easygoing zwei frische Sätze bei dir nehmen, Ricciardo. Bei ihm nicht. Und shit. Da, Auto. Bei ihm können wir nur noch einen frischen Satz nehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal den, damit fährst du deine erste Runde. Dann kriegst du nochmal einen frischen. Ich da gerade drauf geguckt habe und trotzdem nicht. Oh, heute ein bisschen langsam im Kopf. Gut, wir haben noch keine Zeiten als Vergleich. 1.22.0. Das war die Zeit von Hamilton. Er fährt jetzt eine 1.21.9. Okay. Ricciardo fährt aber eigentlich mehr oder minder dieselbe Zeit wie in Sektor, also Quali-Segment 2. Weil er ist da auch 0,5 langsamer gewesen. Ocon wiederum hat noch 3 Zehntel theoretisch im Tank. Hm, na gut. Ja, regnen tut das nicht, das bleibt schönes Wetter, das finde ich toll. Einmal schicken wir euch noch raus, natürlich. Weil mit Platz 4 und Platz 6 könnte ich leben. Das ist okay. Ocon könnte Platz 3 erreichen. Weil er eine Hammerrunde hinlegt, vielleicht sogar noch schneller. Ist möglich. Es ist einfach möglich. Ich würde schon gerne, dass er das auch schafft. Komm, krieg mal eine anständige Runde hin. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Also 0,5, 0,6. Und Bottas ist auf jeden Fall drin und eigentlich ist für Ocon auch Verstappen und ich glaube, Ricciardo kann nicht mehr schneller. Der startet jetzt seine fliegende Runde, geht jetzt über Start und Ziel. Und hier Ocon. Ich bleibe auf Ocon drauf, weil ich mir hoffe, dass der schneller wird. Ricciardo eine Zehnte hinten, das ist okay. Ocon 2 Zehnte. Warum hat denn der so viel verloren? Ricciardo 2 Zehnte im Mittelsektor. 4 Zehnte.
Hamilton, was ist denn Hamilton noch gefahren? Ricciardo noch auf Platz 3. Nicht schlecht. Ocon richtig schlecht. Tja. Da sieht man dann doch immer noch mal wieder diesen Unterschied zwischen einem erfahrenen Fahrer und einem Neuling. Der Neuling mag schnell sein, aber wenn es drauf ankommt, ist er halt nicht da. Ja. Na gut, aber Platz 3 und 6 ist ja vollkommen in Ordnung. Also Platz 3 von Ricciardo ist mega und Platz 6 von Ocon ist absolut okay. Da fährt er auch sein eigenes Rennen. Regenreifen werden wir nicht brauchen. Nehmen das und das. Ich fahre auf weichen Reifen und renn dran. Passt ja alles. Oh, Leute. Spinnband. An. So, wir bleiben jetzt erstmal auf Ricciardo drauf. Na? Der boxt aber Vettel da und überholt Vettel jetzt? Ricciardo auf Platz 1. Kann man machen. Nicht schlecht. Moment. Jetzt will ich aber hier. Obwohl, nee, das hier kannst du schon noch machen. Aber ich will die Reifen nicht weiter jetzt so mega krass strapazieren. Wir sind schon nur auf 58%, ne? Also ein paar Runden möchte ich schon noch fahren mit den Reifen. Ich glaube einfach, dass die das nicht gemacht haben. Ja, jetzt sind wir auch spurtechnisch ein bisschen im Minus. Jetzt können wir mal auf Mittel fahren. So. Wir kommen Rang 5. Das ist okay. Wir haben alle Batterieprobleme, weil die müssen alle Batterie laden gerade. Oder machen es gerade. Okay. Halt jetzt schon in die Box, ne? Das ist schon ganz schön krass. Ich möchte aber noch nicht in die Box. Ich möchte, dass du noch eine Runde fährst, bitte. Ja. Die fährst du bitte noch und jetzt kommst du in die Box. Ja, jetzt müssen wir halt in die Box. Wir müssen halt noch 27 Runden und ich möchte eigentlich nur noch zweimal stoppen. Wenn ich die jetzt aufziehe, könnten wir vielleicht so 15 Runden schaffen. Da sind wir bei Runde 20. Naja, vielleicht. Ja, ich sollte schon Runde 22 schaffen. Bei 10 Runden halten die nur durch. Ja, auf jeden Fall die harten. Und dann, ja, im Notfall müssen wir nochmal Mittel aufziehen, je nachdem wie extrem die halt runter sind dann. So, Ocon fährt dann natürlich auch nochmal einmal über die Ziellinie, ehe er dann stoppt. Die Reifen sind halt echt durch, ne? Also 14%. Die weichen Reifen sind nicht geil. Die sind echt nicht geil. Aber was willst du machen? Da sind wir durch. So. Ricciardo ist aber auf Platz 4, das ist okay. Aber natürlich sind jetzt die anderen, wie in Kia zum Beispiel. Ocon ist halt hier mitten in diesem ganzen Pulk, ne? Ich mache gerade ein bisschen schnell wahrscheinlich.
Gib mal ein bisschen Motorenpower frei, weil wir haben Zustand der Motoren, die sind halt einfach super. Mittlerweile sind wir sehr zuverlässig, deshalb können wir ein bisschen Stoff geben. Ja, das ist halt das nächste Problem, warum ich glaube, dass ich vielleicht nachher auf die mittleren Reifen sogar gehen muss. Ich nicht nochmal auf die Weichen gehen kann. Weil die jetzt auskühlen. Mann, Alter, Ocon ist so das ist so kacke. Der hängt halt da so mit drinne. Weil die sind natürlich alle auf diesen harten Reifen gestartet. Er hat hier einen Fight nach dem anderen. So mega krass. Das ist so ein Platz 15. Und Ricciardo da vorne, der fährt gemütlich seine Runden, ne? Runde 20 wird nicht klappen. Wir werden wahrscheinlich nochmal harte Reifen aufnehmen müssen. Verdammt, hätte ich mal doch das andere genommen. Da hätte ich nämlich 10% jetzt. Wie du es machst, machst du es falsch. Ein bisschen belastend. Aber okay. Es ist, wie es ist. Ja, Sporttechnik ist alles gut. Dann habe ich das Gefühl, dass er immer mehr Zeit verliert. Oh, was war denn das für ein Move? Nicht schlecht. Ja, ist 12 jetzt so? Einmal geläuft's oder? Ja, der ist halt komplett in diesem verdammten Pulp gelandet. Das ist halt sehr ärgerlich. Aber dafür sind seine Reifen gut. Kurioserweise. Die von Ricciardo sind da nicht so doll. Okay, Ricciardo kann jetzt mal ein bisschen sparen. Der ist da vorne 3 Sekunden hinter Hamilton und 9 Sekunden oder 6 Sekunden vor Kiat. Ist entspannt. Kommt es hinter Bottas, ja. Bottas hat halt genau das gleiche Problem. Ja, Ricciardo muss nochmal harte Reifen aufziehen dann, ne? Wahnsinn. Ah, der muss noch ein paar Runden fahren, also Runde 20 sollte er schon hinkriegen. Oh ne, warte mal. Wir sind Runde 5, er ist jetzt schon 11 Runden gefahren. Bei Runde 18 könnte er theoretisch kommen. Machen wir aber nicht. Wir lassen ihn ein bisschen länger draußen. Vielleicht kriegen wir Ocon halt so weit gezogen, dass wir ihm dann... Also Ocon Runde 20. Ja, Ocon Runde 20. Er ist jetzt 6. Jetzt hat sich das ja alles ein bisschen entspannt. Wir müssen jetzt auch mal auf Mittel fahren. Bisschen Sprit sparen. Platz 5, okay. Na, er wird halt bald wieder durchgereicht. Oh, die fahren mit mittleren Reifen. Ja, das scheint schon zu halten, ne? Ja, Ricciardo, ich möchte, dass du noch eine Runde fährst und dann kannst du bitte reinkommen. Und du nimmst dann auch mittlere Reifen. Weil einfach auf Nummer sicher gehen. Mach die jetzt nochmal kaputt, bitte. Nimm die jetzt nochmal richtig ran, die Reifen. Dann nimmst du bitte mittlere. Der hat eigentlich noch so viel R's. Warum verbrauchst du dein R's nicht so richtig? Du bist in keinem Zweikampf, ne? Du hast halt hier easy going deine Runden. Bin ich entspannt. Ja, der fährt jetzt auch mal ein bisschen aggressiv hier. Nein, fahr mal nicht aggressiv, fahr mal neutral. Wo kommst du raus? Auf der 3. Ocon hat so viel Zeit verloren. Er hat so viel Zeit verloren. Der kommt jetzt rein. 25. Komm. Da hat irgendwas nicht geklappt. Fehler 2,5 Sekunden. Zeit 5,3.
Belastete. Belastend. So, Ricciardo fährt hier aktuell hinter Vettel und Hamilton. Sind noch 11 Runden. Das wird er schaffen auf den Reifen. Hier müssen auf jeden Fall einige noch rein, oder? Ach, so viele müssen hier gar nicht mehr rein. So viele sind hier gar nicht mehr, die noch in die Box müssen. Das wird jetzt Tatsache interessant. Hamilton hat gestoppt oder ist jetzt gerade drin. Ricciardo hat ihn nicht bekommen. Schade. Also Hamilton wird das Rennen gewinnen. So, aber Vettel muss jetzt demnächst noch rein. Und Ricciardo wird damit Zweiter. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich super. So, und Ocon. Punkte. Vielleicht. Er hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Sprit über. Ich werde dir aber auch ein bisschen Sprit lassen. Ja, du hast halt die besseren Reifen gegenüber Albon auch. Also Albon kannst du auch noch kriegen. Und ich glaube, solche Leute wie Gasly müssen auf jeden Fall nochmal rein, oder? Oder zumindest brechen die Reifen gleich richtig ein bei denen. Ja, ich will Ocon noch nicht hochschrauben. Und Ricciardo würde ich gar nicht hochschrauben. Da würde ich sogar eher noch überlegen, dass ich den runterschraube. Russell hatte ich jetzt echt überholt. Er schafft es aber halt auch nicht. Kriegt es halt auch nicht hin, ne? Also hat man ein paar gute Passagen und dann fällt er wieder zurück. Vettel kommt von hinten, ne? Mal ein bisschen aufpassen. Platz 2 wäre schon schön, wenn wir den halten könnten. Ach da, es sind tatsächlich noch welche in der Box gewesen, aber ich glaube, jetzt kommt keiner mehr in die Box. Naja, okay. Punkte zumindest. Ocon, noch 5 Runden. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich will noch nicht hochschrauben. Ich kann auf jeden Fall bei Ricciardo nicht hochschrauben. Wow. Bei Technik haben die jetzt hier gerade aber ganz gut. Gibt mal ein bisschen Gas. So, wie ein Bug, oder? Der kriegt ja immer noch mehr Sprit. Das kann ja gar nicht sein. Das war der Wahnsinn. Oha. Ah, Ricciardo, 3 Runden, wird haarig. Nochmal konservativ. Seine Reifen durchhalten. Er wird von Vettel noch geschluckt. Shit. Ah, du fahr mal aggressiv. Nimm mal auch alles raus. Ja, das ist halt wirklich manchmal diese eine Runde, ne? Ricciardo ist schon, ja, der schafft das. Aber der wird von Vettel geschluckt werden. Wobei Vettel seine Reifen jetzt auch nachlassen. Ein bisschen Glück. Klappt es. Machen wir hier Mitte wieder. Das ist ein Minus gewesen. Okay, aber Ocon scheint Platz 8 halten zu können. Ja, also nach 2 Runden ist erstmal egal. So, letzte Runde. Ricciardo, letzte Runde. Go. Müsse Reifen, kommen 14% halten. Oh, Con ist noch 7. Gewonnen. Gucken. So, Ricciardo ganz gut. Er hat Vettel abschütteln können. Sehr schön. So, kriegt er hier noch? Ah, schade. Er hätte fast noch Leclerc bekommen. Ist aber ganz schön auf die Zahnfleisch gekrochen. Aber Platz 2 und Platz 7 ist ganz gut. Da kann ich mit leben, wobei aber auch beide Ferraris damit drin sind. Bottas hat ein bisschen verschissen. Okay. Mal schauen.
Der Strafverplatz. Nee, Strafen. Ich habe jetzt nichts gesehen. Letzte Runde hatte Vettel. Der kriegt dafür noch 2 Punkte. Ja, ist auch fast punktgleich mit mir. Ocon 6 Punkte. Na gut, aber immerhin. Wieder ein Fahrer auf dem Treppchen. Also, das ist halt wirklich eine gute Saison bis jetzt. Ricciardo auf Platz 4, Ocon auf Platz 6. Und Ricciardo ist auf Tuchfühlung hier bis zu Vettel. Ja, Hamilton, der dreht da vorne seine Kreise. Aber der Rest ist halt wirklich hier nah zusammen. Und wir sind immer noch auf Platz 2. Mit einem minimalen Vorsprung vor der Scuderia Ferrari. Und Red Bull spielt gar keine Rolle. Also, da muss ich halt echt sagen, Platz 2 ist drin. Es ist Platz 2 für Ricciardo wahrscheinlich drin. Insgesamt in der Fahrerwertung. Und Platz 2 für Renault ist auch drin. Platz 3 sollte ich in beiden Sachen aber bekommen. Also zumindest, also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, in der Konstrukteurwertung werde ich Platz 3 Minimum kriegen. In der Fahrerwertung, ja, okay, da muss man natürlich gucken, ob Ricciardo hier Platz 3 bekommen kann. Möglich ist es, aber könnte vielleicht schwierig werden. Aber ich glaube, von der Entwicklung her schaffe ich es nämlich nicht aufzuholen. Das ist mir so ein bisschen das Problem. So, Boxenmannschaft müsste ich austauschen wieder, ja. Mache ich im Offscreen. Interview ablehnen. Wie gesagt, das mache ich im Offscreen, das zeige ich euch jetzt nicht noch. Das habt ihr ja gesehen. Diese simple Austauscherei. Teile verbessern. Gut, also wir sind jetzt hier halt wirklich gut dabei, hier richtig reinzupumpen. Das sieht wirklich hervorragend aus. 4 Tage nach dem Rennen ist das sogar fertig. Wir können jetzt ein bisschen cocky sein und können sogar ein bisschen in diese Richtung gehen, damit wir hier auch ein bisschen Leistung noch bekommen. Das ist in Ordnung. So, hier ist Tondela Training, Tondela Quali, Tondela Rennen. Da ist die Reise nach Kapstadt. Prüfen Sie ein paar bezüglichen Stärken und Schwächen unseres Fahrzeugs. Kurven mit mittlerem Tempo meistens. Ja gut, aber ich denke, wir müssen aufholen. Ja. Ich weiß ja, das Fahrzeug ist nicht perfekt. Ich tue ja oder ich versuche ja mein Bestes. Kapstadt bin ich, glaube ich, noch nie gefahren, oder? Ich kann mich nicht entsinnen, zumindest. Kapstadt Vorschau, ja. Hier ist noch was fertig geworden. Natürlich Teile verbessern. Natürlich fliegt das hier raus. Und natürlich kommt dieses Getriebe rein. Das ist ja vollkommen klar. Aber Teile einbauen tun wir das natürlich erstmal noch nicht. So, getriebetechnisch wird aber das jetzt auf jeden Fall eingebaut. So, Ricciardo ist glücklich mit seinem Auto und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir dir das jetzt einfach geben. Du kriegst jetzt einfach mal ein besseres Getriebe. Das Getriebe kriegt natürlich dann wieder Ricciardo. Aber ist okay. Ich muss halt dieses noch einmal bauen. Es kann halt bis zu einer 946. Genau. Das ist halt das Beste, was geht. Neues Teile. Neues Teile. Neues Teile? Neues Teile. Ein neues Teil werden wir jetzt entwickeln. Zwar Beschleunigung 25 auf Max mit Beschleunigung plus 30. Dann diese Gewichtsreduzierung. So, dann sind wir bei 946. Gute Komponente benötigt keine Bauzeit. Das wären 4 Tage. Das heißt, ich würde. Okay, das hier unten ist eh. Fügt eine legendäre Komponente hinzu. Aber das macht kein Unterschied, das ist Quatsch, das brauchen wir eigentlich nicht. Was nehmen wir noch rein? Wir können noch Beschleunigung plus 10 und Zuverlässigkeit plus 10 machen. Ja, das ist dann das endgültige Teil. Und dann gucken wir uns um, was wir als nächstes bauen. Einbauen? Jawohl. Sehr schön. So, wir hatten im Hauptquartier Frontflügel. Und ich glaube, dass der Frontflügel, ja, nicht nur ich glaube, sondern wir werden den Frontflügel als nächstes bauen.
Sind wir auch nur 8er? Wie sieht es bei dem Getriebe aus? Da sind wir immer noch 7er. Motorenbereich sind wir 4er. Insgesamt ist unser Team 5er. Ne, okay. Ah ne, Moment, das ist die Saisonvorgabe. Hier, waren. Da. 7er nur. Wir sind in der Konstrukteur-WM auf Rang 2. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Rennen, Kapstadt. Hier ist noch was fertig geworden. Was ist denn hier gerade fertig geworden? Nachrichten, Bau von Getriebe. Hat mir doch hier irgendwas gerade angezeigt, oder? Hier ist nichts fertig. Keine Ahnung. Kapstadt. Aber halt, bevor ich Kapstadt mache, gehe ich nochmal schnell zur Boxenmannschaft und wechsle die aus. Alles klar, aber das mache ich wie gesagt im Offscreen. Und wir sehen uns dann zum großen Preis, zum Grand Prix in Kapstadt wieder. Bis dahin, haut rein. Bye, bye.